Ede mene, 1, 2, 3, willkommen zurück, alle Hexen und Zauberer, Hex, zu meinem Let's Play zu Hogwarts Legacy. Und wir befinden uns gerade in dem Turm und müssen nach etwas suchen. Lesen wir erstmal, was hier steht. Da ist jemand ein eifriger Leser. Die meisten dieser Titel sagen mir überhaupt nichts. Okay. Boah, ich habe gerade voll die Frame-Einbrüche, ey. Krass. Ich frage mich, wer das ist. Mit solchen Gewändern könnte es jeder sein. Rebellion. Ah, da. Okay. Das sieht aber cool aus, ey. Jetzt fangen die FPS sich wieder. Ja, jetzt geht's wieder. Guck mal, ich war gerade. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war, ey. Hatte gerade voll den Durchhänger. Den FPS. Aber ich glaube, ihr merkt davon, glaube ich, gar nichts. Da merkt man, glaube ich, echt nur was, wenn man selbst am Spielen ist. Einfach mal eine Tasse. Erstmal irgendwas saufen, was hier am Boden. Oh. Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert. Ich habe noch keinen Zauber gesehen, der so lange hält. Die hören erst auf, wenn man gegen die stößt. Auch nicht schlecht. Lumos. Oh. Nein! Oh. Revelio. Willkommen in Sandbakars Turm. Stufe 3! Du Heilige! Hallo, Professor. Sagten Sie Sanbakars Turm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. In der Tat, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt, wie die, die sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fix sie nicht begleiten kann, sehen er und ich sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Wir müssen herausfinden, woher Ranrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit Ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Wow! Warte, ich finde, apparieren und deapparieren, das sieht immer so geil aus. Magie. Unten, nahe des Eingangs. Ist klar. Kann ich Arrest Momentum eigentlich auf mich auch anwenden? Ah. Nö. Das sind Prüfungen, die ich bestehen muss, ne? Revelio. Die erste Prüfung. Oh. Oh, okay. Das sind verschiedene Prüfungen sehr wahrscheinlich, ne? Revelio. Alles klar. Los geht's. Kenne ich. Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung.
Okay. Beeindruckend. Irgendwas muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. Ja, das hatte ich sowieso vor. Von daher passt es ja. Mich umzuschauen. Hallo. Viel grüner Hexenhut. Lumos. Revelio. Immer wird mal gesagt, was in der Kiste drin ist, ey. Noch mehr Spuren alter Magie. Etwas muss anders sein. Okay. Sie prüft von Percival Rackham ab. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, aber das war klar. Jetzt werde ich diesmal nicht überrascht. Ja, das war klar. Nein! Falsche Zauber. Nice. Also das Kämpfen funktioniert auf jeden Fall immer besser und besser. Revelio. Kommt mir bekannt vor. Oh ja. Mir auch. Okay. Ich kann nicht mehr Mega Power Tränke tragen. Hier ist nichts, ne? Der Boden sieht geil aus. Ach hier.
Develio. Okay. Was hat die Magie bewirkt? Vielleicht sollte ich mir alles auf beiden Seiten des Torbogens ansehen. Wartet mal. Boah. Jump'n'Run Skills for the win, ey. Mehr Statuen. Was wäre auf der. Was ist denn da hinten auf der anderen Seite denn jetzt? Gucken wir mal eben. Weil da war ja noch eine Stelle, wo ich was nachgucken könnte. Was haben die Hüter mit mir vor? Okay. Revelio. So, das war's. Alles klar. Cool. Revelio. Dagovian was here. Okay. Akio. Ach, ich muss auch wieder aktivieren. Oh Gott. Wo ist mein Glacio? Boah! Ich hab Protego angewandt noch, ey, am letzten Sekunde. Aber der hat's durchbrochen. Ja, in der letzten Sekunde habe ich das noch angewandt. Aber der hat mein Schild voll zerbrochen, ey. Aber so richtig hat er den zerbrochen. Okay. Ach, hier ist der Punkt. Okay. Rebellion.
Gucken. Man will ja auch alles einsammeln, ne? Ah, I see. Revelio. Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. Ah, ich kann auch so rüber. Magie auf beiden Seiten des Torbogens verändert. Etwas muss jetzt anders sein. Ja, etwas ist auch anders. So. Ey, ist voll cool, ey. Diese Rätsel gefallen mir voll gut, ey. Gab es schon mal so ein Spiel von so einen ganz frühen Shooter von früher aus von 2011 oder Singularity, ne? Da konnte man auch mit so einem Gerät die Zeit manipulieren, ne? Mit verschiedenen Zeiten zu reisen, damit man manche Gebiete erst erreichen konnte, wenn man in der Vergangenheit gereist ist. Daran gewöhne ich mich nie. Ne. Ich auch nicht. Oh! Okay. How many? Drei? Alles klar, drei sind okay. Machen wir aus drei zwei. Arresto Momentum! Bam! Oh Gott, lol. Nein, oh, ich muss öfters Dings drücken, ey. Weil die kann ich blocken, die Leute. Lol. Da habe ich gerade... Komm, hit me, baby, one more time. Ah, das hätte ich besser lösen können. Ja, ich ein bisschen so oft treffen lassen. Gluck. Einmal einen süppeln. Macht aber echt Spaß, ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Kämpfe sind richtig geil. Die machen mir richtig Spaß im Spiel. Und das ist leider etwas, was mir in God of War gefehlt hat, ne? Also God of War 2018. Die Kämpfe waren halt... Für meinen Geschmack her war es nicht das Richtige. Ich bevorzuge da lieber den Kampfstil von den alten God of War Teilen. Und hier macht mir das Kämpfen so richtig Spaß. Und das ist halt der Knackpunkt. Wenn einem das Kämpfen schon nicht Spaß macht, dann ist das ja halt echt schon ein ja, sehr schlechtes Zeichen für das Spiel halt. Ne? Und das hatte ich halt bei God of War 2018 leider. Ich wollte es sehr gerne mögen, aber das Kampfstil ist einfach nicht meins von God of War. Ich wollte es unbedingt, obwohl ich es unbedingt mögen wollte. Darum weiß ich auch nicht, ob ich irgendwann mal, werde ich Ragnarok bestimmt spielen, aber mal gucken.
Ich mal, obwohl ich, wie gesagt, ich wollte God of War halt mögen, aber es hat bei mir leider nicht wirklich geklappt. Warte mal, so wie ich das mache. Mal sehen, was sich auf beiden Seiten verändert hat. Warte mal. Oh Gott. Die Dinge auf beiden Seiten des Torbogens unterscheiden sich. Aber wie genau? Revelio. LOL! Das Ding ist verschwunden! Hammer. War das denn jetzt? Das Ding ist einfach verschwunden. Oh Gott. Da ist vielleicht der Timer abgelaufen. Sein. Man kann sagen, dass der Timer abgelaufen ist, ey. Das war ziemlich kacke. Warum kriege ich jetzt 2 Mega-Power-Tränke? Einfach so, oder? Du kannst keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. Ich hoffe, dass da wirklich nur Power-Tränke drin sind, ey. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Na, warum nicht? Müssen wir erstmal um die Großen kümmern. LOL! LOL! Das war... Da konnte ich jetzt nichts für, Leute. Da konnte ich jetzt nichts für. Das Ding hat mich aus dem Ring gekickt. Alter! Ja gut, dann kümmere ich mich ja doch erst um die Kleinen. Hat er mich aus... Aber ich muss gar nicht sagen, das war schon ein geiler Move, ey. Wie ich voll aus dem Körper aus dem Ring gemacht hat. Das sah ziemlich geil aus. Das gefällt mir gar nicht. Naja. Ja, auch nicht. Ja, ich glaube, ich kümmere mich echt erstmal um die Kleinen, weil die kann ich besser kontern und alles. Ich wollte doch drücken. Hm.
Weg, 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 weg. Naja. Naja. Ne, ich gebe den Kampf eine 7 von 10. Oh mein Gott! Wenn sie sich auflädt? Was für eine Sphäre, ey. LOL! Zerstöre die Sphäre, während sie sich auflädt. Wie soll ich das denn machen, ey? Nein! Oh Gott! Ich versuche ganz, also ganz ehrlich, scheiß auf die Aufgabe unten rechts. Ups. Ach, egal. Die Aufgabe war... Hä? Was war das denn? Mann, ich will die Sphäre die ganze Zeit kaputt machen. Ich schaff das aber nicht. Außerdem ist der Sound viel zu laut. Er wird mal ja taub hier. Ich sollte aufhören versuchen, die zu zerstören, ey. Ich sollte damit aufhören. Ach lol, jetzt sehe ich das, was mich da trifft. Jetzt sehe ich's. Aber ich nicht so nah dran bin, ey. Nein! Da war ich zu nah dran. Nein, er ist zu früh ausgewichen, oh Gott. Ah, lol. Der Kampf war geil. Ausführung war... meh. Na endlich. Ich wollte die ganze Zeit unten rechts dieses, das Ziel erfüllen, die Sphäre kaputt zu machen. Aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und, bevor ich noch tausende Zaubertränke verbrauche...
Ich weiß nicht mal, was ich davon überhaupt von habe, wenn ich die ganzen Herausforderungen rechts beende. Keine Ahnung. Oh. Den Kampf würde ich gerne nochmal machen, ey. Ich hätte es bestimmt geschafft, fast gar nicht getroffen zu werden. Ich war halt nur darauf fixiert, die Kugel zu zerstören. Oh mein Gott! Noch ein Denkarium. Naja. Ja, aber Leute, was dieses Denkarium uns zu zeigen hat, das werden wir im nächsten Part herausfinden. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei meinen anderen Videos und hoffe, ihr seid im nächsten Part auch wieder dabei. Alle Hexer und Zauberer, Hogwarts Legacy, euer Dagevian.